Ergebnisse präsentieren von zukünftigen Lern- und Lernumgebungen. Stattgefunden an der Hochschule in Mainz und mit einem innovativen Lehrprojekt verknüpft, das gefördert wurde, Neue Wege in der Lehre 2021. Ganz kurz zu uns. Ich selbst habe dort eine Professur für Medieninformatik, allerdings im Fachbereich Gestaltung und bin sozusagen ein Schwerpunkt aus dem HCI in der Aktionsdesign-Kontext. Und die Beate? Genau. Mein Name ist Beate Hartwig und ich habe 2 Studienabschlüsse, wie hier zu sehen, auch im interdisziplinären Mix und bin mit Design Future als Trainerin und Designerin tätig, als Dozentin an der Hochschule Mainz unter anderem und seit kurzem auch Autorin. Genau, jetzt war ich zu schnell, aber trotzdem, wir haben 2 Impulse gehabt bei dem Ganzen, was uns zu diesem Projekt veranlasst hat. Und das erste sieht man hier links ganz schön, einmal sozusagen vor der Pandemie und das untere sozusagen nach der Pandemie oder währenddessen. Und das hat uns dazu veranlasst, doch zu überlegen, inwiefern sich Lehre und Umgebung eigentlich verändern müssen und wie zukünftige Räume aussahen. Wir haben also die Fragen gestellt, wie sieht eigentlich das Studieren vielleicht in der Zukunft aus, wie finden Ideen und Lernprozesse statt und wie verändern sich eigentlich Räume oder sollten sich verändern, damit das Lernen eigentlich etwas besser wird. Einen zweiten Impuls dabei hatten wir, weil wir einen Neubau gerade bekommen und wir dort sozusagen im Rahmen des Neubaus auch einen Lernraum mit integrieren. Das Learning Lab heißt es bei uns. Ich habe gerade beim Bauhaus auch schon was anderes gesehen. Da geht es in eine ähnliche Richtung. Der ist relativ klein, nämlich gerade mal etwas über 50 Quadratmeter groß, den wir heranziehen können. Aber das ist für den Rahmen eigentlich auch ganz gut, indem wir erstmal unterwegs sind an dieser Stelle. Wir haben ein bestimmtes Vorgehensmodell gehabt. Wir haben das Ganze mit Studierenden gemacht natürlich und dort auch den Schwerpunkt gelegt. Das heißt, wir haben nach dem UX-Modell gearbeitet in diesem Fall und haben die Studierenden, unten links sieht man es nochmal, auch fokussiert dahingehend, wie sie eigentlich studieren möchten und wie sie die Pandemie erlebt haben und wie sie das Ganze sozusagen verändert sehen möchten. Also ihre Erfahrungen waren im Mittelpunkt des Ganzen und haben eigentlich herausbekommen, schlussendlich, dass man sich eine flexiblere Lernumgebung wünscht als das, was standardmäßig bisher üblich war, also Frontalunterricht oder vielleicht eine seminaristische Form, wo man nur in einem runden Kreis zusammensitzt. Dementsprechend sollten unterschiedlichste Formate eigentlich abdeckbar sein in diesem Learning Lab, was wir dort hatten, also Gruppenarbeit, Seminare, Workshops oder ähnliches. Und das bedingt dann eben diese flexiblere Lernumgebung, von der wir ausgegangen sind. Genau. Und dabei sind dann auch verschiedene Ansätze rausgekommen. Wir sind in den Entwurfsprozess gestartet und sind das iterativ durchgegangen und dabei stand besonders die Raumaufteilung immer wieder im Fokus, um eben diese verschiedenen Nutzungsszenarien abzudecken. Und die Entwürfe waren dann sehr vielfältig und sehr spannend. Wir haben das einmal exemplarisch in 3 Kategorien eingeteilt, die zeigen, mit welchen Ansätzen hier gearbeitet wurde. Es wurde zum Beispiel einmal über die Aufteilung des Raums, also über Zonierungen gearbeitet, um eben diese Flexibilität zu ermöglichen. Zum Beispiel hier mit besonderen Möbelentwürfen, mit beispielsweise Trennelementen. Oder auch über weitere Elemente wie Vorhänge, die eben so Zonen schaffen, um den Raum flexibler nutzbar zu machen. Ein weiterer Ansatz war dann auch die Flexibilisierung durch Systeme, wie hier ein Möbelentwurf, der flexibel ermöglicht, einen Raum im Raum zu öffnen. Und das Ganze ermöglicht dann wiederum ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien in einem und demselben Raum. Ein weiteres Beispiel ist dieses Systemmöbel, eine Kombination aus Tisch und Stuhl, der ganz verschieden angepasst werden kann. Und dieses Möbel in Kombination mit einer Projektorbeleuchtung im Raum schafft dann eine sehr innovative Flexibilität und kann so ganz unterschiedliche Lern- und Lehrszenarien abbilden, wie hier vom parallelen Arbeiten einzeln oder in Gruppen, über Seminare, Präsentations- und Plenumssituationen hin zu Veranstaltungssettings. Und das eben alles ganz flexibel im selben Raum. Der dritte Ansatz bestand dann in der Erweiterung des Raums. Hier etwa ein Beispiel, den Raum wirklich gänzlich zu öffnen, um Wissen also auch mit interaktiven Elementen über die Raumgrenzen hinweg zu teilen und Austausch zu ermöglichen. Oder auch hier ein Möbelentwurf, der es ermöglicht, den Lernraum analog als auch digital
mobil mitzunehmen im Gebäude oder etwa auch nach draußen, je nachdem, wo man gerne lernen oder lehren möchte. Und all diese Ergebnisse gehen natürlich mit Vor- und Nachteilen einher, doch sie zeigen ganz deutlich den Bedarf und auch das Potenzial von neu gedachten, vor allem flexiblen Lehr- und Lernumgebungen. Und damit vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 5 Minuten, 9 Sekunden. Ich glaube, wir waren drin. Ich hoffe doch. Dankeschön. Danke. Legen wir einfach los oder wie möchten Sie es? Auch dazu, genau, gerne ohne Zwischenmoderation von mir, es sei denn, Sie wünschen das, dann würde ich sagen, Wort und es geht los. Eben hatten wir eine Zwischenmoderation, deswegen frage ich, wollte mich einfach loslegen. Aber dann tun wir das jetzt. Ja. Also, herzlich willkommen zu unserem Lightning Talk. Vielleicht ein bisschen unkonventionell, was wir vorhaben. Wir möchten Ihnen eine Zukunftsvision für einen virtuellen europäischen Metaverse Campus, den sogenannten Europa Campus, vorstellen. Anhand dieses Beispiels möchten wir zeigen, wie digitale Hochschulräume im postdigitalen Zeitalter gestaltet und genutzt werden können. Mit Blick auf Uniwell als europäische Universität, die European Education Area und deren Zusammenspiel im globalen Raum sprechen wir dezidiert von einem europäischen Campus, ohne eurozentristisch zu sein. Diesen stellen wir uns als virtuellen, kreativen, hochpartizipativen Lernort vor und Akteurinnen gestalten ihn nach ihren Vorstellungen gemäß dem, was ihnen wichtig ist. So entsteht das Fundament des Europa-Campus, ein Metaversum, eine Besuch- und erlebbare virtuelle, immersive Welt, in der interessierte Akteurinnen Projekte und Räume kreieren können, in denen sie zusammenarbeiten, um ihre Ideen umzusetzen. Dabei können bekannte, etabliert geglaubte Hürden überwunden werden, sodass der Europa-Campus durchs Entstehen, Entstehen und Wachsen kann. Partizipation, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung sind sein Fundament. Darauf bauen auch die Räume auf, welche den Campus beschreiben. Dank ihrer virtuellen Natur können sie flexibel als Lernräume, Projekträume oder auch Forschungslabore verwendet werden. Völlig neue, entgrenzte Räume sind dabei genauso denkbar wie beispielsweise virtuelle Zwillinge von existierenden Seminarräumen. Dabei ist es jederzeit möglich, zwischen den Räumen zu wechseln, sie umzugestalten, durch neue Inhalte und Ideen zu erweitern oder sie zu verknüpfen. Die NutzerInnen der Räume können so Projekte und Ideen, Forschungsprojekte, Lehre und alles, was man sich auf einem Campus vorstellen kann, umsetzen und sich genau so treffen, wie sie es sich vorstellen. Damit diese Räume funktionieren, bedarf es einer entsprechenden Infrastruktur, zum Beispiel einer Metaverse-Plattform, eines digitalen Repositoriums und auch Zugang zu Open Educational Resources. Benötigt werden aber dann auch analoge und hybride Strukturen wie Coworking-Räume und natürlich auch digitalisierungsbezogene Kompetenzen. Das alles muss von erfahrenen WissenschaftsmanagerInnen, TechnikerInnen und anderen ExpertInnen begleitet werden. Ganz konkret könnte ein Raum im Europa-Campus zum Beispiel ein virtuelles Sprachencafé für angehende LehrerInnen sein. Bei einem Café im virtuellen Murcia oder Budapest können Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse ausbauen, Beziehungen knüpfen, die vielleicht einen Aufenthalt im echten Murcia anregen oder aber, weiter in die Zukunft gedacht, einen ersten Klassenausflug planen. In diesem Café, in dem Lernende verschiedener europäischer Universitäten zusammenkommen und sich austauschen, wird auch die Diversität der Sprachen und Kulturen in Europa ganz konkret erfahr- und reflektierbar. Bei virtuellem Kaffee und Kuchen tauschen Lehrende sich aus und erfahren, vielleicht bei einem anschließenden Spaziergang durch die Stadt, mehr darüber, wie Fremdsprachen in anderen Ländern gelehrt und gelernt werden. Ein nachhaltiger Europa-Campus der Zukunft muss auf offene Bildungsmaterialien, OER und Technologien setzen. Diese, wie vielleicht ein innovativer Lernraum mit spannenden Exponaten, leisten einen wichtigen Beitrag zu einer inklusiven, gleichberechtigten und nachhaltigen Bildung. Außerdem können sie entsprechend den Bedürfnissen von Lernenden und Lehrenden sowie deren Kontexten verändert werden. Das ist insbesondere im europäischen Raum relevant, denn Lehr-Lernmaterialien sind so zum Beispiel rechtlicher Detail mit verschiedenen Sprachen übersetzt und an diverse Lernstrukturen angepasst werden.
Ein Campus, auf dem die reale und virtuelle Welt verschmelzen, auf dem Materialien frei zur Verfügung stehen und auf dem Menschen tatsächlich partizipativ und ko-kreativ agieren und gestalten, kann nicht nur ein enormes Kreativitäts- und Innovationspotenzial entfesseln, er ermöglicht auch eine höhere Teilhabe an der Hochschulbildung. Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder werden, können am internationalen wissenschaftlichen und kulturellen Austausch teilhaben und wichtige Erfahrungen gewinnen. Das ist auch vor dem Hintergrund der SDGs, Klimawandel, Armutsbekämpfung und eben den Frieden, den wir erreichen wollen, und zwar dringend, eine wichtige Perspektive. Unser Metaverse-Campus erlaubt es, authentisch und immersiv mit anderen Menschen und Kulturen in den Austausch zu kommen. Damit stellt er auch die Frage, wann, wie und warum physische Mobilität gewinnbringend ist und in welchen Situationen es vielleicht gute, barrierearme und einfach zu skalierende Alternativen gibt. Was können wir also aus diesem Zukunftsszenario für die Gestaltung von digitalen, aber selbstverständlich auch nicht digitalen Räumen heute lernen? Wir brauchen Räume, aber auch Raumkonzepte, die von ihren NutzerInnen gestaltet werden. Dabei müssen und können wir hinterfragen, welche neuen Aufgaben und Rollen diese Räume dann einnehmen werden. Wir sollten aber auch in den Räumen selbst neu denken und alte Strukturen zugunsten von Co-Kreation und Partizipation fundamental hinterfragen. Gleichermaßen sollten alte Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel die physische Präsenz, oder auch Dienstreisen vor dem Hintergrund dieses Europacampus dieser Idee neu bewertet werden. Die Idee eines Metaverse-Campus wird übrigens bereits aufgegriffen, zum Beispiel im Rahmen der European University for Wellbeing. Aus Gesprächen mit Univell-Vertreterinnen haben wir einige aktuelle Fragen dazu mitgenommen. Interessanterweise geht es dabei gar nicht in erster Linie um die technische Umsetzung, die, das haben wir gesehen, ist nämlich bereits heute machbar. Im Fokus stehen stattdessen Fragen nach finanziellen und personellen Ressourcen, danach wird ein solcher Campus denn organisiert, den notwendigen Kulturwandel oder auch nach rechtlichen Rahmenbedingungen in beteiligten Ländern und Regionen. Außerdem ist es ganz wichtig, Synergiepotenziale zu erkennen und auszunutzen, auch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Umsetzung. Ja, wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf Ihre Fragen und Ideen gerne auch am Austauschtisch. Okay, can you see the video? Okay. It's not there at the moment. No, it looks like it's the sharing starting now. Okay, so hello everyone. My name is Sophie Foster and I'm a member of Learn Around Bauhaus at Bauhaus University in Weimar. We're a team of five people, including myself from Media Didactics, project leader Andreas May, media technologists Jan Sieber and Clemens Bast, and finally project coordinator Andreas Walter, who you can also see in this video. So facilitating teaching and learning is a huge concern of ours, and we're interested in how hybrid learning spaces can be designed and used with the student experience at the focal point. So as part of this, we're building a Hybridus Learn Atelier, which in contrast to the typical teaching formula of video conferencing, our 51 meter squared studio takes inspiration from a theater stage or a film set to make a room that's highly flexible and enables a variety of scenes and settings. And its aim is for it to serve as a model that could later transfer to other areas of the university. So in this talk, I'll present some of its setups. So the modular furniture that you can see here, the technical storage cupboard here, and also the dividing curtains, which enhance the acoustic and lighting conditions. As you can see, the room is still in progress, and the centerpiece, a screen that fills one entire wall, is not quite ready, but I hope it can give you an idea of what we want to achieve and the potential solutions for teaching and learning within higher education. And of course, I'll also be very happy to open the discussion afterwards and answer any questions. So let's have a look at the room a bit more closely. Well, Bauhaus University has a design focus with its four faculties of architecture,
engineering, media, and art, and they have an interaction with objects, and working with these digitally can be a challenge. So to accommodate this, we're working with professors and teaching assistants under the project Learning and Object to see how they can be integrated within hybrid learning environments. So here's how the room can accommodate this. Firstly, the curtains can divide the room either into a private booth for audio recordings or as an immersive sound cinema. There's also an acoustic ceiling to enhance these conditions. Then the technical storage cupboard here is equipped with many digital devices for students to use. This allows for playful designing, independent testing, and group experimentation. But we also want to provide possibilities for partner universities that may not have the same digital technology available. Therefore, like the modular furniture that you can see here, we're also planning transportable meeting setups, which complement the studio as a small mobile counterpart. Now, the focal point, as I said before, is this wall size projection. And although it can support the typical lecture scenario, a kind of plug in and play situation, the screen also works as an online meeting mode. So here, the hybrid video conference participants can see each other through the same projection. And the reason for the large dimensions is so it can display the virtual members in real body size. Cameras will also be installed both in front and inside the screen to give a feeling of direct eye contact. So to sum up, I hope you've enjoyed this small showcase of the Hybridus Learn Atelier. And even though we're still in progress, I hope you can still be inspired by our innovations as we grapple with the digital shift in higher education. In the end, we want to make way for more flexible, participatory and creative solutions. And we're hopeful the room not only encourages others, but acts as a catalyst to work, learn and exchange, so we can pose questions on future learning and build new spatial situations together. So thank you very much for listening. And I'll be happy to take any comments or questions you may have. Thank you so much. You are so disciplined, all of you. Alle von Ihnen sind so diszipliniert mit der Zeit. Ich bin ja fast joblos hier. If you stop the screen sharing, then we can continue to our last talk. If you guys are ready, wenn Sie alle bereit sind. Ich versuche hier mal parallel zu starten. Ich weiß nicht, ob das geht, solange das andere noch aktiv ist. Ja. Jetzt. Ich versuche es. Super. Wir liegen ja sehr gut in der Zeit, also passt. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich mache es über die Content Library. Das sieht aber gut aus. Okay, ich mache hier mal noch die unnötigen Fenster weg. Und dann können wir auch schon starten. Sie können es alle gut sehen? Okay, perfekt. Also hallo und herzlich willkommen zu meinem Lightning Talk, in dem ich Ihnen in aller Kürze 8 Erfolgsfaktoren für die digitale Lehre vorstellen möchte. Mit Beginn der Corona-Pandemie waren sicherlich auch Sie, egal ob als Studierende oder Lehrende, gezwungen, sich von heute auf morgen veränderten Bedingungen anzupassen. Diese Umstellung war für viele ziemlich herausfordernd und belastend und wurde als echte Krise wahrgenommen. Woran liegt das und wie können wir das ändern? Wir befinden uns jetzt zwar schon mittlerweile wieder überwiegend in der Präsenzlehre, aber mir ist es wichtig, heute darüber zu sprechen, was wir eigentlich brauchen, damit auch digitale Lehre gelingen kann. Dass wir all die Erfahrungen aus der Pandemie mitnehmen, um Lehr-Lernerfolge in allen denkbaren Settings erreichen zu können. Die spannende Frage ist nun also, wie kann die Anpassung an neue digitale Lehr-Lernumgebungen unterstützt werden? Wie lassen sich Lehrende und Studierende, die gute Anpassungsleistungen zeigen, von jenen unterscheiden, für die sich die Umstellung als herausfordernd und belastend darstellt? Oder ganz simpel ausgedrückt, was zeichnet diejenigen aus, die unter digitalen Bedingungen gut klarkommen? Um das herauszufinden, habe ich Datenmaterial aus dem Sommersemester 2020 und Wintersemester 2020/21 reanalysiert und all die Hinweise, die ich finden konnte, kategorisiert. So konnte ich auf empirischer Grundlage 8 Erfolgsfaktoren identifizieren, von denen sowohl Studierende als auch Lehrende profitieren. Nummer 1, Lösungsorientierung.
Lösungsorientierung meint die Entwicklung konkreter Ideen zur Verbesserung digitaler Lehr-Lern-Bedingungen. Also ich denke darüber nach, was mir in der digitalen Lehre helfen würde oder was zu einer Verbesserung beitragen kann. Also zum Beispiel hinsichtlich IT-Infrastruktur, organisationaler Rahmenbedingungen oder Seminargestaltung. Nummer 2, digitale Sozialität. Das beschreibt die Bereitschaft zu digitaler Kommunikation und Kollaboration, also zum Beispiel das Arbeiten in digitalen Lerngruppen, aber auch die digitale Zusammenarbeit mit KollegInnen. Nummer 3, Reflexivität. Reflexivität beschreibt die kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit der digitalen Lehre, die Reflexion von Chancen und Grenzen. Digitale Lehre wird also nicht per se abgelehnt, vielmehr werden kritische Fragen aufgeworfen, die den Diskurs über Bildungsprozesse in den unterschiedlichen Fachkulturen mitgestalten. Nummer 4, Lernbereitschaft. Das beschreibt das Bestreben, methodisch-didaktisches Wissen über digitale Lehre auszubauen, zeigt sich deshalb häufig in dem Wunsch nach Fort- und Weiterbildung, zeigt sich aber auch dann, wenn Lehrpersonen bereits eigenständig neues Wissen erarbeitet haben, immer noch Verbesserungspotenzial in ihrer Lehre sehen oder Neugier zeigen. Nummer 5, Selbstorganisation. Die Fähigkeit beschreibt im Prinzip Selbststudiumskompetenzen, das heißt die Fähigkeit, den Studienalltag selbst zu strukturieren und Studieninhalte eigenständig zu erarbeiten. Nummer 6, Zukunftsorientierung. Das meint die reflexive Auseinandersetzung mit der digitalen Hochschulbildung in der Zukunft, also das, was wir jetzt gerade hier machen. Zukunftsorientierung ist daher eher auf die Chancen digitaler Lehre beziehungsweise auf Transformationsprozesse ausgerichtet und auch qualitätssichernde Aspekte sind hier wichtig. Nummer 7, Technikaffinität. Technikaffinität meint den versierten Umgang mit Technik und digitalen Medien und zeigt sich in einer positiven Einstellung und Vertrauen in Technik. Und Nummer 8, digitale Partizipation. Digitale Partizipation beschreibt den Wunsch nach Mitbestimmung bzw. Mitgestaltung und Teilhabe in der digitalen Lehre, aber auch aktive Teilnahme, die mit Sichtbarkeit bzw. Präsenz im digitalen Lernraum einhergeht. Sie fragen sich jetzt sicherlich, wie sich diese 8 Merkmale konkret fördern lassen. Und zum Teil sind diese Merkmale auch ziemlich abstrakt. Aber manche lassen sich auch schon ganz leicht angehen. Und ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss 3 kleine Beispiele zur Umsetzung mitgeben. Also zum Beispiel Lösungsorientierung. Fragen Sie Ihre Studierenden, was Sie beim Lernen zu Hause brauchen, um zu Hause besser lernen zu können. Also sind es aufgezeichnete Vorlesungen oder ist es der Zugang zu digitaler Literatur? Oder digitale Sozialität. Schaffen Sie Möglichkeiten zu digitalem Austausch. Stellen Sie sicher, dass Plattformen vorhanden sind, die das Netzwerken untereinander erleichtern. Oder digitale Partizipation. Holen Sie Ihre Studierenden mit ins Boot. Diskutieren Sie gemeinsam, welches Veranstaltungsformat am besten funktioniert und ermutigen Sie Ihre Studierenden, aktiv mitzumachen und dass jeder Wortbeitrag wertvoll ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch dieser Vortrag perfekt getimt. Ich musste hier gar nicht als Lehrmeisterin oder was auftreten und hier also als Timekeeper irgendwie agieren. Sehr schön. Sie haben nochmal einen ganz anderen Aspekt auch beleuchtet. Ich denke, auch der wird viel Interesse bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hervorgerufen haben. Ich sehe schon, beim Plaudern ist ganz viel los. In diesem Format ist jetzt ja nicht geplant, dass wir uns hier in diesem Raum austauschen, sondern im Nachgang an die Lightning Talks über Thementische. Da würde ich jetzt alle Teilnehmenden einladen und natürlich Sie als Vortragende auch über den Hauptraum, über den Samba-Raum können Sie den Thementisch für die Lightning Talks betreten und da nochmal direkt in die Diskussion mit allen Interessierten treten. Von Seiten des Hochschulforums Digitalisierung danke ich Ihnen für Ihre Vorträge und Ihnen für Ihre Teilnahme. Wir haben den Raum hier noch 3 Minuten, wenn Sie kurzes Feedback direkt geben möchten. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen.